Es gibt wieder einmal viel Neues aus der Minecraft-Welt und was das genau ist, das zeigen wir euch in dieser Ausgabe der Minecraft-News. Dass Minecraft für nahezu alle Konsolen erscheinen wird, das ist uns nun ja schon seit längerem bekannt. Doch jetzt wurden auch endlich auf der E3 offizielle Trailer zur PS4 und einige Gameplay-Szenen aus der PS Vita-Edition Minecraft veröffentlicht. Den Trailer, der im Grunde vier Spieler und eine PS4 in Minecraft wie einige Elemente des Controllers zeigt, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Dass Notch Spaß daran hat, trashige Spiele zu entwickeln, beweist nun auch wieder eines seiner aktuellsten Projekte. In Cliffhorse rennt ihr mit einem Pferd durch eine Hügellandschaft. Damit lässt sich der Inhalt des neuesten Spiels des Minecraft-Schöpfers eigentlich auch schon ganz gut in einem Satz zusammenfassen. Let's Plays gibt es trotzdem zahlreich und auch ihr könnt euch selbst von dem Spiel überzeugen. Einen Download findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Auch die Minecraft Pocket Edition, also praktisch Minecraft auf dem Handy, erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit und mit dem Update 0.9.0 wird sie nun fast so umfangreich wie Minecraft auf dem PC. Das Update 0.9.0 ist wohl eines der größten bisher für die Pocket Edition und beinhaltet nicht nur das Feature, dass es nun unendliche Welten gibt, sondern fügt auch zahlreiche neue Blöcke, Mobs, Biome, Höhlen und Bugfixes hinzu. Den vollen Changelog bekommt ihr natürlich wo auch sonst in der Videobeschreibung. Die erste Minecraft-Folge von Gronkh dürfte wohl vielen von euch noch ein Begriff sein, denn mit dieser startete eine der erfolgreichsten und frühesten Minecraft-Projekte überhaupt. Diese legendäre erste Folge hat nun die 10 Millionen Aufrufe erreicht, was für ein Let's Play echt nicht schlecht ist. Dass Mojang nun aktiv gegen Pay-to-Win auf Minecraft-Servern vorgeht, war ein ebenfalls interessantes und vor allem wichtiges Thema, über das wir euch jedoch schon in diesen beiden Videos hier berichtet haben. Das war's auch schon wieder von dieser Ausgabe der Minecraft-News. Rechts findet ihr die letzte Ausgabe und ein Review zu Tischstativen für Mikrofonen direkt darunter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und natürlich unsere Website www.minus7.de sowie bei Minus+, unserem neuen Zweitkanal, vorbeischauen. Jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.